Also ich habe es ja auch schon mal in den letzten Tagen erwähnt. Die letzte Entscheidung trifft dann auch David. Klar, wir werden das gemeinsam besprechen, in Verbindung auch mit unserem Arzt, klar, in Verbindung auch mit meiner Person. Und es ist halt letztens auch schmerzabhängig. Und David will unbedingt spielen. Er wollte auch unbedingt hier zum Nationalteam kommen. Das hat er auch getan. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich als Teamchef habe auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Spieler und natürlich auch gegenüber den Vereinen, die Spieler für das Nationalteam abstellen. Und sollte es auch nur ein kleines Risiko bestehen, dann wird er nicht spielen. Aber wenn er uns das Zeichen gibt, dass er keine Probleme hat, dass er hundertprozentig fit ist, dann kann er spielen. Die nächste Frage bitte. My colleague from Israel. Hello. I have one question. Do you see yourself as favorites for this game? Like, were you surprised losing to Israel? And also, can you tell us a bit about your personally knowledge of Herzog? Do you know him before, or is it weird to play against him? Yeah, the question was... Franco hat die Frage verstanden, bitte. Ja, ich habe ja schon gehört, Willi Ruttensteiner hat uns ja zu dem großen Favoriten erklärt. Sicher ist das ein taktisches Geplänkel auch vor dem Spiel. Ich glaube einfach, dass die Mannschaften alle sehr, sehr ausgeglichen sind. Klar, wir spielen hier zu Hause, aber ich kann generell mit einer Favoritenrolle sehr wenig anfangen, weil es geht einfach darum, ja, man spielt 11 gegen 11, wir spielen hier zu Hause und wir müssen einfach unsere Leistung bestätigen aus den letzten 4 Spielen. Und das wird einfach auch entscheidend sein, ob du morgen dann auch das Spiel gewinnen kannst oder nicht. Yeah, the answer was we have to confirm our performance of the last 4 games. We can't call ourselves favorites, and yeah, it's simply for the game tomorrow. We have to confirm our results for the last 4 games. Und dein Verhältnis zu Andy Herzog war noch ein Teil der Frage. Ja, wir verstehen uns eigentlich sehr, sehr gut, auch wenn wir uns wenig sehen aufgrund unserer Trainertätigkeit, aber gerade bei der Auslosung dann auch vor der Nations League und auch vor der M-Quali haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht und ja, Andi ist ein sehr guter Junge und das hat sich auch nach der Niederlage in Israel damals nicht verändert. Yes, my relationship to Franco is quite good and it didn't change even after the defeat against Israel in Israel. Die nächste Frage, bitte. I'm asking a question for them, so one more. Do you have any specific players that to be aware of, the Israeli team? Can you mention a few? Ja, israelische Mannschaft hat sicher in der Offensive sehr viel Qualität mit Zahavi, mit Weismann, mit Dabur. Solomon, ein ganz junger Spieler von Donetsk, der jetzt gerade auch in den letzten Länderspielen sehr gut performt hat, hat sehr gut gespielt. Das wissen wir, dass Israel gerade in der Offensive große Qualitäten hat. Aber nochmals, wir müssen einfach gut verteidigen, wir müssen aggressiv verteidigen und darüber hinaus müssen wir unser Spiel, das, was wir auch in den letzten Spielen gezeigt haben, ja, sehr dominant im Ballbesitz, sehr aggressives nach vorne verteidigen, das müssen wir einfach morgen wieder an den Tag legen. Yeah, we know that Israel has enormous quality in the offense with Zahavi, Solomon and Dabur, but even though we have to show just our game with ball possession and we have to defend very aggressively. Hubert Giegler, the colleague of Coach Foda, hello, is Arutz newspaper Israel. First of all, what do you think of Herzog's job, has progressed in Israel, what is developed since coming there? And I remember in Haifa, You were saying in the press conference that Israel has a weakness in set pieces. Eventually, Israel scored
from set pieces in that game. Do you still consider that a weakness for Israel? Standardsituation? Aber da habe ich damals bei der Pressekonferenz nicht darüber gesprochen, weil es gibt, jede Mannschaft hat Stärken und Schwächen. Die Stärken habe ich eben mal schon erwähnt, dass im Offensivbereich Israel sehr gut ist. Und ja, die Schwächen haben wir besprochen und die gilt es einfach morgen dann auszunutzen von unserer Mannschaft. Yeah, every team has quality and weaknesses, but we talked already about the weaknesses and we have to take it as an advantage for us tomorrow. But the coach said he can't remember that he said set pieces are a weakness of Israel in the press conference. So did it. So, wie hat sich an die Arbeit von Andi Herzog in Israel ausgewirkt? Wie sieht die Entwicklung deiner Meinung nach? Ja, Andi macht, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job. Man sieht, dass die israelische Mannschaft in allen Spielen, sowohl zu Hause als auch auswärts, sehr positiv auftritt. Es ist eine Mannschaft, die versucht, Fußball zu spielen. Sie schalten schnell um von Defensive auf Offensive. Also Andi in Verbindung mit Willi Ruttensteiner haben in Israel schon einiges bewirkt. Yeah, Andy had a lot of progress in Israel. That's all I can see. So together with Willi Ruttensteiner, he really established they had a very, very good development in this team. Hubert Giegler. Frage an sowohl an den Teamchef als auch an den Kapitän. Es ist ja seit geraumer Zeit, schon seit Jahren üblich, dass Trainings im Generellen geheim absolviert werden. Sieht man von den ersten belanglosen 15 Minuten jeweils ab. Auf Basis der Erfahrungen, was hat diese Geheimhaltung bisher, zum Beispiel im Verlauf dieser EM-Qualifikation, gebracht? Wie sehr konnte man den Gegner bisher überraschen? Und wie sehr glaubt man, Israel überraschen zu können, vor allem angesichts der Tatsache, dass der Teamchef Andi Herzog heißt? Ja, unter dem Strich weiß man ja, wie auch die israelische Mannschaft spielt. Wir haben ja zahlreiche Videos uns auch angeschaut. Sie haben jetzt gerade auch in den letzten Spielen oft System gewechselt, vor allen Dingen dann auch nach Rückstand. Man weiß über die Qualitäten jedes einzelnen Spielers Bescheid. Man hat Scouts, die vor Ort sind. Also insofern denke ich, gibt es jetzt da keine großen Überraschungen. Aber man trainiert einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit deshalb, weil man studiert auch Standardsituationen ein. Dann geht es halt auch um das taktische Verhalten im Spiel gegen den Ball, wie man anlaufen will, was man im Ballbesitz vorhat. Und das ist auch letztendlich noch der Grund, warum man dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Nein, das kann man nicht beurteilen. Das ist schwierig. Es ist einfach so, es ist ja nichts Außergewöhnliches, sondern das ist ja auf der ganzen Welt der Fall, dass man dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Ja, ich denke auch, dass es zwar hilfreich für uns ist, um sich selber fokussiert einzustellen und auch gewisse Details einzustudieren, aber um wirklich jemanden zu überraschen, müsste man so radikal Dinge umstellen, weil ich glaube, die Analyse der Gegner ist mittlerweile so weit fortgeschritten und reicht so weit zurück, dass man eigentlich taktische Systeme, was die Spieler einzeln, aber auch als Mannschaftselement können, schon alles ausgereizt hat. Und ja, deswegen, gerade wenn man selbst eine sehr spielbestimmende Mannschaft sein will, sind die überraschenden Momente überschaubar, die man einstudieren kann, aber ja, schlecht ist es nicht und ab und zu, wenn es für 10, 15 Minuten im Spiel reicht, wo man den einen oder anderen Moment hat, der noch nicht bekannt ist, ist es schon mal ein Vorteil. Andreas Felber, bitte.
Herr Teamchef, eingangs haben Sie gesagt, Israel muss gewinnen und auch wir müssen gewinnen. Aber eigentlich würde ja auch ein Unentschieden reichen, sollte man dann in Slowenien gewinnen. Wird es irgendwann einmal die Phase geben im Spiel, so 80. Minute, wenn es unentschieden steht, dass Sie sagen, okay, oder dieses Kommando geben, lassen wir es gut sein, unter Anführungszeichen, uns reicht dieser eine Punkt, oder wird da wirklich all in gegangen, zählen dann nur 3 Punkte morgen? Also generell haben wir immer die Intention, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Ja, das vermittle ich auch den Spielern, unabhängig davon, gegen wen wir spielen. Und klar, dann hängt es auch davon ab, wie die Spielentwicklung ist. Ja, man beobachtet ja als Trainer das Spiel, man ist ja pausenlos im Spiel und man hat dann auch so ein Gefühl, in welche Richtung dann ein Spiel laufen kann, wie auch die Spielentwicklung ist. Und dann trifft man dann auch kurzfristig vielleicht noch eine Entscheidung. Aber noch einmal, wir wollen auf jeden Fall unbedingt das Spiel gewinnen und wir werden auch alles daran setzen. Wir werden da eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen, die da morgen auch gewillt ist, über 90 Minuten alles zu investieren, um dann auch die 3 Punkte hier in Wien zu behalten.